Zu Risiken und Nebenwirkungen rauchen Sie Ihre Packungsbeilage und kiffen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Alles klar. Oder wir sagen noch lieber, zu Risiken und Nebenwirkungen schlagen Sie. Nein. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie eine Art Apotheker. Okay, also, willkommen zurück zu einem lustig farbfrohen neuen Let's Play bei Epic Claim Day. Das bin ich und ich grüße euch. Nein, ich bin der Lane Day. Okay, hi. Wir haben den Cedric bei uns, der kleine fette Entertainer. Der ist schwarz, das sehen Sie ja an dem schwarzen Kopf. Machst ja. Du jetzt gerade echt Video? Der schwarze Entertainer, der machst die, du jetzt gerade echt Video? Der hat vergessen, die Kühltheke in Edeka auszuräumen. Moment, machst du jetzt echt gerade Video? Ich liebe die Effekte. Willkommen bei Season 3 in Brickforce auf dem US-Server, während... Oh, das ist so gut. Dieser Anzug sieht natürlich sehr respektvoll aus. Das werde ich mir natürlich noch auf dem EU-Server kaufen, wenn wir dann da sind. Und während wir gerade Let's Playen, könnte es schon sein, dass der EU-Server schon auf Season 3 ist. Also halten Sie alle die Klappe und willkommen zurück auf Epic Lane Day. Ach, du nimmst schon auf? So, als Ritter sieht der Lane Day aber auch ganz niedlich aus, okay. Das oder das werde ich mir dann holen, wenn ich... Ja, das sieht nett aus. Das hole ich mir vielleicht für die Tokens auf der EU, wenn das draußen ist. Gut, wir haben ein paar bisschen Force-Punkte gesammelt und werden jetzt diese Wops hier, Wasp-Wops kaufen. Wir haben eine neue Animation. Wasp-Piece-Piss. Direkt anlegen, cool, das gibt's auch. Hey, das ist mir gar nicht aufgefallen, direkt anlegen. Dazu gibt's noch das neue hier, was ich mir vielleicht nicht hinzugefügt habe. Also abgesehen vom Cedric Entertainer haben wir hier noch Bobinus 1 und Isle Gamer Gaming. Ja, Army Helm. Yeah. Zur Sicherheit tragen wir den mal, obwohl der nichts bringt. Gut, was haben wir noch? Die Munitionstasche bringt Munition. Das ist voraussichtlich erstmal mein letztes Let's Play auf dem EU-Server. Nein, bringt nichts. Das bringt was. Okay. Dann ist doch auf den EU. Nein, ich meine US-Server, doch nicht EU. US-Server. Ist jetzt Aufnahme? Ja, herzlich willkommen zurück zu Nein. Und. Hey, nimmst du gerade auf? Moment, beantworte mir eine Frage. Magst du Kekse? Ja. Du nicht? Was für Kekse? Die Kekse der Kekse. Oh mein Gott, er ist der Auserwählte. Vielleicht hätte ich mir doch die andere Waffe holen sollen, die ist gar nicht so gut. Egal, jetzt habe ich mir sie gut. Ein bisschen Force-Punkte habe ich ja dann noch. Und dann laden wir auch gleich mal die neue Map hoch. Ihr habt genau... Ihr habt irgendwie ein bisschen wenig Hobbys, kann es sein. Im Moment gerade schon. Gut. Im Moment gerade nicht. Wir wollen nur sabotieren einen anderen YouTuber, damit er scheiße Videos macht. Stilling back, ja, wie heißt der denn? Sandwich Entertainment. So. Ja. Jetzt ist es raus. Hier habe ich schon ein Portal angelegt. Wir werden uns diese Map jetzt angucken. Ich muss sie jetzt nicht vorstellen, oder? Die Teabaggen. Ich stelle jetzt. Stell diese Scheißmesser. Gut, danke. Dann mache ich mal 100 und die Kartenbeschreibung. Willkommen zum LP bei Lane Day. Wir sind auf dem US-Server. Deine Zeit wurde registriert. Gut, dann gehen wir jetzt zurück ins Hauptmenü. Was ich schon mal erwähnen wollte, war natürlich, dass es jetzt auch neu ist, dass wenn ein Freund von dir, von Freunden, dessen Freunde Freunde sind, sich einloggt, dann sehen wir das jetzt im Chat. Zum Beispiel Blocks hat sich eingeloggt. Na. Okay, Das Ding, da war gerade irgendetwas von Lane Day im Chat mit registriert und so ein Müll. Siehst du, das ist zum Beispiel auch neu, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Lane Day hat seine neue Map registriert. Und... Cool. Wir sehen auch, wenn jemand jetzt... Nein, wenn wir zum Beispiel ein Level abkommen, dann steht da... Glaubst du? Nein, ich vermute. Dann steht da das auch, was man sich neu im Shop kaufen kann. Zum Beispiel das noch nicht, erst ab Level 42. Und wenn wir Level 42 sind, dann kommt das dann da. Ich bin ja eigentlich... Ach, egal. Kein Mobbing. Wo gehen wir? Fun oder Beginner? Komm, wir gehen Beginner. Guck mal, du kannst ja noch sogar Beginner. Ist doch klasse. Okay, ich erstelle einen Raum.
Nachricht nicht mehr anzeigen. Ich bin gerade Firefox. Lane Day hat. Ich habe meine eigene registrierte Map gar nicht. Wieso das denn? Schlechtes. Weil sie schlecht. Ich hab ihn gehämmert. Ich muss meine eigene Map jetzt kaufen oder was? Die ist Vorteile ja von Season 3. Nee, da steht's ja, doch sogar. Details. Also, willkommen zum LP bei Lane Day. Gut, das kann man ja schon mal ändern. Einfache Bewertungen, dann stehen hier bestimmt Bewertungen oder sowas. Ist mir natürlich auch neu. Season 3 Testserver, sollen wir deine Map testen? /W. Alter, wie laut sind die Explosionen? Ich habe echt keine Ahnung, wer das ist, aber meine Tastatur hat gar nicht funktioniert. Okay. Wo ist meine fucking Map? Bin ich blind oder was? Wo ist meine Map? Ohne Witz jetzt. Wo ist meine Map? Ja, fragen Sie sich. Eigentlich hat die nur CTF, die Deathmatch und Teamkampf. Aber wo ist die? Oh, ganz vergessen. Ganz vergessen. Weißt du, da stand es gerade eben noch. Map mich mit dem geilsten Account aus. Wir müssen auf Han gehen. Ja, ich muss mich erstmal nicht. Seit wann habe ich diese Karte hier? Ich lasse mir ein bisschen zu viel Zeit. Meine Zeit, deine Zeit, okay. Ach, jetzt kann ich reden, ich bin so dumm. Ja, du wolltest auch gegen Win ausgeben. Ich erinnere dich nur trotzdem. So Leute, dann kommt mal in den Raum 20 im Play Fun. Dein Dell? Ja. Wer ist dein Account? Dein Channel in YouTube. Also. Der heißt Epic Lane Day, der hat schon ganz viele Abonnenten, das hättest du nie gedacht, ne? Du kleiner Center Cedric's Entertainer, du Black People, du. Hast mein Abo. Ich guck mal. Hast du eigentlich schon die Kühltheke in Edeka ausgeräumt? Oh, Cedric, ich hab noch eine wichtige Frage an dich. Ja. Hast du die Zwiebel wieder gefunden? Die was? Was? Die beim Interview runtergefallen ist. Was? Ja, die habe ich gegessen. Wie auch immer. Was denkt der denn wohl? Wärst du jetzt so lieb und würdest im Raum 20 in Play Fun kommen? Ich bin... ja. Bei mir gibt's die neuen Waffen gar nicht. Bin's voll scheiße. Please. Würdet ihr am besten alle drei in den Play Fun kommen in Raum 20? Wie heißt du da? Ja, ich hab irgendwie kein Season 3. Das ist voll komisch. Ja, du musst auch auf US gehen, auf den Link, den ich gesendet hab. Den habe ich doch in Skype gesendet. Ach, ist doch egal, komm doch schon mal, Cedric's Entertainer. Ich guck dann, gleich okay. Mal nach. Wie. Moment, ich guck mal. Ich melde mich mit dem Geistenaccount an. Die Zeit, da war doch irgendwas. Oh, da ist es. Da ist die Map. Meine Zeit. Oh! Das der Lane Entertainer! Oh yeah, meine neue Map. Das ist so eine Art Anfangsmap für den Start. Der Black People bist du. Gut. Ich wollte ja eigentlich, ich erwähne ihn einfach mal, Hardest, der wollte eigentlich im letzten in diesem Let's Play mitmachen. Oh! Cool. Aber hat es leider nicht geschafft. Hardest, wo bist du? Gut, über J, bei mir nur. Kann ich die Tür öffnen? Gut. Durch Alter, mich durch. Ein Portal! Mit E kann man die Tür öffnen. Leider kann man die blauen Portale nicht benutzen. Das kann nur das andere Team, seht ihr? Deswegen. Ich dachte eigentlich, diese einen Fenster sollte man öffnen können, aber die kann man dann genauso gut kaputt schießen. Genauso wie diese neuen Fenster. Wieso bin ich gekickt worden? Warte. Ich hab's im Teamkampf, könnt ihr alle durch. Von euch war das keiner. Ich wette, das war Yannick, das werde ich dem nie verzeihen. Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Der nimmt seinen Job nicht ernst, aber das war jetzt nur. Das war Yannick. Musik ist so laut. Ah! Mann, ey, da war gerade eben noch. Hat er gerade gehackt? Ach so, der war gerade von der einen auf der anderen Sekunde weg, weil er durchs Portal ging. Und ich dachte, der hätte gehackt. Also die Portale sind für unser Team, die blauen Portale sind für das blaue Team. Das ist ein Brunnen, den ich gebaut habe. Soll er darstellen. CTF kann man hier auch spielen. Also wenn ihr auf OS gerne spielt, wenn ihr auf dem OS-Server spielt, wo 90% nur Deutsche sind, könnt ihr gerne diese Map hier benutzen. Und das vergesse ich gültig nicht ausräumen. Und wenn Sie jetzt Lane Day und Cedric's Entertainment in einem Abo abonnieren, erhalten Sie das dritte Abo gratis dazu. Leute, ich bin das nur auf. Jawohl, ich hab dich schon wieder getötet. Nein, da sagst du so, Leute, Leute. Es soll verboten werden. Es ist zu rassistisch. Haha, du kannst nicht durch unser Portal gehen.
Was soll viel bringt, damit du hier so 5 Meter entfernt landest. Verstehst du? Nein, Cedric, das ist so geil, das mit den Portalen. Also ist ja erstmal nur eine kleine Map. Wenn wir zum Beispiel in, das wollte ich schon ausprobieren. Ah, da kommen ganz schnell so Zacken raus. Ist mir gar nicht aufgefallen. Guck mal rechts, dieses Teil. Ah ne, die kommen da raus, wenn man da drauf springt. So ist das also. Habe ich gut gebaut, die Map, oder? Die ist richtig scheiße. Also es gibt, es gibt bestimmt noch mindestens 15 Sachen, sage ich, schätze ich mal so, über Season 3, die ich noch nicht herausgefunden habe, aber ansonsten gibt es ja schon den großen Season 1 an, Season 3 an, Season 1, Season 3 Eindruck von Lane Day, das ist, so heißt ein Video, kann man sich bei mir anschauen, wenn ich nach oben, ist das bei dir eigentlich auch das Problem, meinst du nicht auch bei einem Scrollen, ne, um die Waffen auszuwählen, war das nicht mal andersrum? Sonst habe ich immer, wenn ich nach oben gescrollt habe, die Pistole gehabt, meine ich. Ist eigentlich auch egal. Ich habe nie das Scrollen benutzt, deswegen habe ich keine Ahnung. Boah, da ist er. Oh, das erklärt alles. Lalalala. Ich finde das aber mit den Portalen geil. Dann kommt auf einmal jemand auf einem anderen Team. Ich will... Ey, Mann, ich will die Zacken ausprobieren, wie man dadurch stirbt. Also, oh, Mann, ey. Ich muss sagen, die Türen sind total verbuggt. Naja, die gehen durch dich durch, ne? Ja, und man kann die auch nicht mehr schließen, ne? Man kann durch die gehen. Ja, das auch. Aber man kann sie nicht mehr schließen. Ist mir auch schon aufgefallen. Also in meiner Map konnte man das. Also abgesehen davon, dass es ja schon Maps gab, jetzt direkt seit Anfang, die Season 3 hießen. Und von gestern auf heute sind jetzt mindestens, sagen wir mal, 50 bis 100 Leute pro Tag mehr auf den US. Sind nicht viel, aber sagen wir mal mindestens 5. Ja, da sind jetzt alle von der EU hier drauf, weil alle wissen, Orte, guck mal, da gibt's schon diesen. Also abgesehen davon sind nur von EU Leute hier drauf. Ich habe gestern Klon auch gesehen. Time Freezer, der Name von dem Typen kam mir bekannt vor, wenn ihr Time Freezer kennt. Senior ist ein US-Spieler und der ist ja auch drauf und ist schon Stern General 3 oder so. Ja, aber ich habe gerade so Generale gesehen. Ich weiß ja nicht, wie die Namen, das aber sind ich ja US-Spieler. Ja. Aber bekannteste von allen, OS-Spieler sind eigentlich voll freaky, denn als ich die Map gerade übrigens gestern gebaut hatte, hatte ich nicht bewusst, dass die roten Portale nur für die Teams sind und die blauen, versteht ihr? Hey, das Geile ist natürlich, wenn man angegriffen wird, kann man ganz schnell durchs Portal gehen. Hat ja gerade funktioniert. Der checkt nur noch nicht, dass das Portal nur für die Leute sind. Wir sind auf der Map. Raum 20, Play Fun. Die Dinger haben sich gelohnt, einfach so aus Spaß. Oh. Sollte ja eine Fun-Map werden. Jawohl, ich gehe, also wenn wir dann nochmal auf US sind, können wir die Map benutzen. Jetzt haben wir hier auf US schon mal Season 3 sicher. Haha, unser Portal. Und ich find's ätzend, dass man die Tür nicht mehr zumachen kann. Mhm. Kann ich verstehen. Ich dachte auch zuerst, die soll man wieder zumachen können. Die kann man ja auch zumachen, bloß ist jetzt gerade wohl lag und deswegen funktioniert die. Ach so, die kann man zumachen. Dann auf meiner Map habe ich es geschafft und das sogar mit Play. Ja, dann wird es auf dem EU auch gehen sollen. Also, heute nehmen wir auf am 7.9. Das Let's Play. Hab ich heute auch aufgenommen. Das Let's Play sollte aufgenommen, hochgeladen sein. Machen wir mal gute Bewertung. Hater. Sag mir, wenn ich reinkomme. Du kannst rein, du kannst schon die ganze Zeit rein. Yes. Dann würde ich mal so schätzen, dass Let's Play kommt dann zwischen dem 10. und dem 15. Das heißt, es kann schon sein, dass Season 3 schon auf dem EU ist, wenn ihr dieses Let's Play jetzt seht. Und, ja. Angeblich, wann habt ihr gesagt, oder glaubt ihr, kommt Season 3 heute? 11. September. Genau. Nee, doch nicht. Das war 11. September. Gut. 11. September. 12. September. Wer ist das nicht? Gut, wollt ihr noch irgendwas sagen? Abgesehen davon, dass du die Kühltheke in Edelgas reinsalzt. Aber ich zock euch das alle ab. Ich hab zwar 2 Wochen noch so nicht gezockt. 11. September, Kreuz im Kalender. Ich sag jetzt etwas, was ich in den nächsten Let's Plays oft sagen werde, weil ich mir dann gerne noch mal mit Hades spiele. Der ist einer, der war im letzten... gut! Der war im vorletzten Let's Play dabei, der Hades. Also, da müsste das Folge 120 oder so gewesen sein. Was? Nur 500 Euro. Danach können wir noch upgraden auf den Gold Media Primo Status. Und wenn Sie jetzt Cedric the Entertainer installieren, erhalten Sie noch ein Spielzeug einmal gratis dazu. Und jetzt. Einen leichten Tritt in den Arsch, aber der aber schwer ist, aber nur als deftigen Handel wird.
Mach dich bereit. Ja, oh, ja, eigentlich wollte ich das jetzt Facebook machen. Ich mach jetzt das Display mitten in der Runde aus. Kann man die jetzt nochmal türen? Nein, ich hab noch nicht. Ich wollte eigentlich noch eins sagen. Zwei Sachen wollte ich noch sagen. Und wenn jetzt das olle Klüffelpaket dran ist. Jetzt ging's. Jetzt hab ich's gesehen. Warte, da stand doch gerade da, als ich hier war. Hey, lol! Wer hat die Tür zugemacht? Du hast die Tür gerade zugemacht, als du tot warst, ne? Man muss in der Tür drin stehen. Ja, ist ein bisschen. Also es geht doch. Ja, jetzt ging es aber bei mir nicht. Also bei mir ist es so eine Art Lag. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade aufnehme. Das kann. Bei mir leckt es gerade auf. Das ist sehr schön also, möglich. Man kann die nur in einer gewissen Position wieder zumachen. Oh, die eine habe ich ja gemacht, dass sie sich nach innen öffnet und die andere nach außen. Das sah von außen aus besser aus. Dass die Türen dann so gebaut sind, das sieht man jetzt nicht direkt auf den ersten Blick, aber das sieht geil aus. Okay, ansonsten, wollte ich noch wissen, das sage ich vielleicht im nächsten Display auch nochmal am Anfang oder so. Ja, guten Tag erstmal. Ja, man kann die wieder zumachen. Nein, so. Oh, guten Tag, hier ist die Season 3 Hotline, womit kann ich dienen? Ja, hallo, ich bin hier voll von Brickforce und ich habe so Probleme mit Türen, Alter. Wo liegt denn ihr Problem? Oh, ich habe hier Probleme mit Türen, die öffnet sich hier voll gegen mein Gesicht und so. Und jetzt habe ich so Aua auf Kopf. Also, Sie haben ein Problem mit der Tür. Ja, Mann, ich habe Probleme mit Tür. Sind Sie ein Türke? Nein, ich bin nicht Türke, ich bin Tür. Okay, Sie haben ein Problem mit einer Tür. Siehst du aus, als wäre ich dumm oder so. Ich habe Probleme mit Tür. Das klingt so lustig, da hat der Hades sich so total schlapp gelacht, als ich das gesagt habe. Übrigens hatten wir uns auch nochmal ein paar lustige Let's Plays und Videos in YouTube angesehen. Und empfehlenswert ist heute, nicht Let's Plays von mir, sondern Marco Phonostreich von Lane Day. Geht einfach auf meinen Kanal, ein Abo wäre nicht schlecht, wenn ihr schon da seid. Und dann, könnt ihr auch eingeben, Marco Phonostreich von Lane Day, oder gebt einfach nur Marco ein, dann findet ihr Marco Phonostreich von Lane Day, wenn ihr ein bisschen runterscrollt. Ansonsten müsst ihr einfach nur die Videos angucken, ein bisschen runterscrollen und dann findet ihr das Video. Gut, vielen Dank fürs Zugucken. Ihr findet das Video Marco Phonostreich von Lane Day, ansonsten verlinke ich es nochmal. Das Video ist total geil und lustig und wir haben uns auch angeguckt. Und wenn Sie jetzt Tetris Entertainer und Lane Day gratis abonnieren, erhalten Sie ein All-Inclusive-Gaming. Genau. Dann erhalten Sie ein All-Inclusive-Paket gratis dazu. Abonniert den Marvin. Bevor ich dann jetzt aufhöre, macht auch ein bisschen Schleichwerbung. Ein bisschen Schleichwerbung, also nennt den Namen von eurem Kanal, ansonsten sage ich jetzt Tschüss. Kartoffeln stehlen die Pizza.